Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung Journalistin des Jahres. Sie haben den Preis bekommen, auch dafür, dass Sie Haltung gezeigt haben. Was bedeutet das? Schwieriges Wort, ne? Eine Einstellung, ein Koordinatensystem, Überzeugung. Und wir arbeiten alle in einem sehr privilegierten Beruf. Und ein Teil dieser Privilegien zu rechtfertigen ist, dass man eben auch mit einer inneren Einstellung das macht. Ich habe das immer vor mir hergetragen, auch wenn ich, was weiß ich, von jungen Kolleginnen und Kollegen gefragt worden bin, was braucht man für diesen Beruf? Talent, ja, aber Haltung, vor allen Dingen Haltung. Haltung gibt Halt. Das ist ein alter Satz aus der evangelischen Kirche und der stimmt. Also ich glaube schon, dass man im Leben auch ein Geländer braucht. Du kommst einfacher durch die Welt, wenn du wirklich dich auf irgendetwas besinnen kannst. Ich glaube auch, dass man den Beruf ohne eine Haltung nicht machen kann. Aber was heißt das? Dass man grundsätzlich klar positioniert ist zu den Großfragen des Lebens. Für Syrien zum Beispiel bedeutet das, dass man ab und zu sagt, dafür, dass Leute antreten, um für die Rechte zu kämpfen, die hier immer hochgehalten werden, nämlich Freiheit, ein bisschen Rechtsstaat und nicht willkürlich umgebracht zu werden, das kann ich teilen, das finde ich gut. Und das ist die Haltung, die man ab und zu mal sagen kann, dass man sympathisiert mit Leuten und nicht wie ein Schiedsrichter dasteht und sagt, okay, die einen töten die anderen töten die anderen. Es steht 12-1. Anja Reschke ist ja ein gutes Beispiel. Dadurch, dass sie sich klar positioniert hat in der Flüchtlingspolitik, auf Seiten der Menschlichkeit, auf Seiten der Dialogbereitschaft, gegen die Hetze und den Hass, legt sie offen und legt dar, dass sie einen ganz klaren Arbeitsethos auch für ihren Beruf hat. Und ohne den, glaube ich, geht es nicht. Im Falle von Anja Reschke, sie hat gespürt, dass es so ein merkwürdiges Kommunikationsvakuum gab in dieser Gesellschaft. Ein Moment des Ungefähren. Es gab Menschen, die vor den Flüchtlingsheimen auftraten, die schreckliche Sprüche riefen, die brüllten, der Dreck muss weg. Und Anja Reschke hat dieses Stimmungsvakuum gespürt und gemerkt, jetzt muss sie Position beziehen. Diesen elektrischen Moment gemerkt, erspürt und dann mit ihrem Kommentar diese Wirkung entfaltet. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht auch darüber nachdenke, was richtig ist und was falsch ist und ob wir richtig berichten und ob wir unseren Job gut machen und ob irgendwie man anders hätte berichten müssen oder ob wir irgendwas zu wenig gesehen haben. Also diese permanente Überprüfung von sich selbst findet bei mir dauernd statt. Du musst ja ständig deine Position überprüfen und dann eben entsprechend verhalten. Aber die Frage zielte ja darauf hinaus, wäre es nicht irgendwie manchmal besser, es einfach sein zu lassen mit der Haltung? Nö, darauf zielte die Frage nicht hinaus. Sondern ob wirklich das die richtige Reaktion ist auf all das, was gerade passiert, zu sagen, wir müssen eigentlich viel mehr Haltung zeigen. Ja, man muss sich doch selbst treu bleiben. Das ist doch das Entscheidende. Es ist ja völlig egal, ob ich jetzt Müllfrau bin oder Journalistin. Ich muss mir treu bleiben und mich aushalten können. Ich glaube, dass es Grundsätze gibt, an denen man festhalten muss, weil das gibt auch Halt, wenn man zu etwas steht und alles. Das Verfolgen von Leuten, das Niedermachen von kleinen Leuten, das Ausgrenzen und so, was ja manche Journalisten mit Werf betreiben, war immer das, was ich gehasst habe. Ich denke, Haltung ist was, was man an Journalistenschulen vielleicht nicht lernen kann. Das muss man irgendwie, auch wenn es blöd klingt, das muss man sich irgendwie erarbeiten. Also widerstandsfähig sein, einfach auch beim ersten Gegenwind, sowohl in Redaktionen und vor allen Dingen nicht von außerhalb, nicht einzuknicken. Das tut manchmal weh und ohne dieses Wehtun oder so geht es, glaube ich, nicht. Für mich als freie Journalistin ist es natürlich auch, also ich bin in einem ökonomischen Abhängigkeitsverhältnis, vielleicht mehr als mein Festangestellter. Und dann ist immer so die Frage, wo und an welcher Stelle kannst du dir eine zur Schau gestellte Haltung erlauben? Ansonsten, glaube ich, ist die Diskussion nicht eine, die über Haltungen geht, sondern über Vorurteile. Und zwar auf beiden Seiten, auf Seiten der Journalisten gegenüber den Menschen, die sie beschreiben und für die sie schreiben und auf Seiten der Menschen gegenüber den Journalisten, die sie als Lügenpresse zum Beispiel verunglimpfen. Das hat nichts mit Haltung zu tun, das geht nur um Stereotype und um Hass und Anwürfe und das ist was ganz anderes. Das, was mich ja noch mehr beunruhigt, ist, dass einfach, ich meine letztendlich, wir berichten ja jetzt, ich berichte ja nicht für mich, da bräuchte ich ja mich nicht vor der Kamera stellen, ich berichte ja eigentlich, um Menschen zu erzählen, was man erlebt oder recherchiert oder festgestellt hat. So, und wenn viele Menschen das nicht mehr annehmen oder das nicht mehr glauben oder das nicht mehr hören wollen, dann kommen wir irgendwie in ein Problem. Und das ist etwas, was mich schon beschäftigt. Erstmal geht es darum, ein Anliegen zu haben.
Und in einer relativ komplexen, manchmal überschaubaren Informationslage herauszufinden, was richtig und falsch ist. Das ist schon mal eine Menge. Ja, die eine Seite ist, dass man erst einmal die Dinge so darstellt, wie sie sind. Und das Ganze findet statt auf einem Fundament von Überzeugung. Es geht viel weniger darum, in jede Nachrichtengeschichte noch eine Haltung zu injizieren, sondern wir beschreiben das, was passiert. Und getrennt davon sagen wir ab und zu, im Grunde genommen müssten wir von unserem Wertegerüst her auf Seiten derer stehen, die gegen die Diktatur eintreten. Aber man darf es nicht vermischen, dass es dann dazu führt, ja, also wenn die einen irgendwie kriminelle Dinge tun, dann berichten wir nicht drüber. Als ich meinen Kommentar gesprochen habe, habe ich darüber nicht nachgedacht, was es heißt, Haltung zu sprechen. Jetzt, 6 oder 7 Monate später, weiß ich, was es heißt, Haltung zu zeigen, weil man doch, wie ich feststelle, wenn man eine Position oder ein Kommentar war, nur eine Position vertritt, ganz schön im Sturm steht nachher. Was ich mir vorher so nicht gedacht hätte, weil das eigentlich gar keine Rolle ist, die Journalisten haben sollten, dass sie plötzlich so ins Kreuzfeuer geraten. Aber so ist die Welt nun mal. Und das heißt, es hat schon mal was mit Aushalten zu tun. Hat auch was mit Aushalten zu tun und hat auch was mit, okay, kippe ich jetzt um oder knicke ich jetzt ein oder sage ich jetzt, nee, ich trete nicht mehr vor und vertrete eine Position. Das ist dann wahrscheinlich das, was man als Haltung bezeichnet.